meinem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Gut, so, und damit, Leute, was geht ab? Also, ihr kommt zum ersten Video von Horizon Forbidden West. Schön, dass ihr mit dabei seid und Bock drauf habt. Jo, Horizon 2. Forbidden West, Alter, der erste Teil war so geil. Den habe ich auch schon bestimmt 2 oder 3 Mal durchgezockt. Gut, Forbidden West, ewig drauf gewartet, jetzt ist es da. Ich bin gespannt, ey. Wenn er genauso geil ist wie der erste Teil, ja, dann wird es auf jeden Fall PlayStation Classic. Ja, cool. Kameraposition links ausgerichtet. Dynamisch. Boah, links ausgerichtet, weiß ich gar nicht. Boah, müsste ich gar nicht ja so noch ändern. Gut. Na normal. Entdecken gefühlt. Ne, Minimal ist hat ist geil. Boah, ich glaube, das Spiel sieht so geil aus. Ich hab's ja nur auf der Pro, der 4 Pro. Ich will mir keine 5 kaufen will. Aber ich glaube, das sieht trotzdem geil aus.
Mir läuft die Zeit davon, Elisabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese, unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Barb? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden.
Ich erkläre dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Alter, das Spiel sieht aber echt schon hart und weiß aus, wa? Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Ja, hab ich doch gedrückt. Mal gucken, wie die Steuerung geht. Okay, los. Okay. Das Spiel ist aber echt geil, was für eine Pro-Version. Okay, da springt sie nicht hoch. Also wenn er auf der Pro schon so geil aussieht, dann will ich nicht wissen, wie es auf der 5 aussieht, Alter. Jetzt komme ich da hoch. Diese Ruinen, da müssen wir hin. Ich sehe mehrere Wege nach unten. Wirst du springen? Und schwimmen gehen? Das ist am schnellsten. Ja. Den Bäcker? Es ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Ich kann auch. Du bist gut gefärbt. Die Plage muss auf die Erde übergreifen. Dieser Tage reist du mit leichtem Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Passiert. Wo hab ich denn? Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Wo denn? Vielleicht das wir ändern. Scheiße.
Ach, das geht wieder weg. Ah, okay. Der Viereck ist mit tauchen. Ach, welchen jetzt? Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung, was die gerade hier macht. Ich glaube, die backt sich hier gerade irgendwo rein. Ah, so. Nichts gesagt. Oh, die backt. Ja, ist sie mehr. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Kann ich nicht machen. Kann nichts tun. Drei funktioniert nicht. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Okay, stellen wir ein paar Pfeile her. Fertig. Ich auch. Pfeile sind bereit. Alles mitnehmen. Zwanzig habe ich. Eine Leiter. Aber ich komme nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Klappt. Nach dir. Ja, doch einfach. Beide zusammen hochklettern können. Da habe ich einen Pfeil verschwendet. Bei der Göttin. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Stimmt. Hatte sie ja auch. Okay, komm, hier will ich nicht lang. Kann ich da drunter sliden? Nö. So, what? Der für ein Riesenturm, ey. Oder ein Satellitenschüssel ist das. Irgendwas Gutes? Ein paar Vorräte. So weit, gibt's noch einen alten Karren, Alter? Alles wird mitgenommen. Hier runter. Oh.
Schnell zum Gras. So was habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Bin bereit. Okay, konzentrieren. Was ist denn nicht Platz? Ah! Was ist der Fokus, das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Klotz sei schon den Knüppel. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brauche auch, um dich zu finden. Diese Maschine wurde auch erschossen. Zehn Pfeile kann ich nur. Sie klemmt wohl. What? Geschafft. Hallo? Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja. Ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Das stimmt. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, war. Hier durch. Willkommen in der Farsinet-Startanlage. Farsinet? Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Tabak hier, wa? Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Mich mag es wohl auch nicht. Tja, bleibt mir aus, wa? Da leuchtet doch was.
wollte gerade irgendwas machen. Was hatte ich, wollte ich gerade machen? Aber... Da, was war das? Ach, die Kiste. Das sollten wir aufbrechen können. Hier brennt sogar noch was. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Wo sind sie jetzt? Entweder drin oder tot. Was stinkt hier so? Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssten hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Das ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Aloy, hier drüben. Ich glaube, ich hab da was. Zack, dann war's mit der Puppe. Alter, was kam denn her, ey? Das ist wohl ein Osseram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Armer Kerl. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Maschinenkabel, stärker als Seil. Ein Maschinenteil, vielleicht zum Reparieren. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Gut, schauen wir mal her. Zugwerfer. Werfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Wie benutze ich den jetzt? Macht er nicht. Ja, hack dich doch ein, Alter.
besser als ich dachte. Was hat denn, Alter? Funktioniert nicht. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Was ist das? Wofür ist das nur? Wow, guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Ich sollte scannen. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Fahrdiele vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium. Egal, gut. So, liebe Leute, ich würde sagen, bin ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf hattet, beziehungsweise generell mal dabei Bock drauf hattet. Was in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Wenn wir beim nächsten Video hier auf jeden Fall weitermachen. Das Spiel ist echt gut. Also bis jetzt ist gut, dann macht auf jeden Fall genauso viel Bock wie der erste Teil. Und der erste Teil war einfach geil. Das war richtig. Ich sollte das Fokus-Display öffnen. Richtig und schauen, geil. Was ich bin finde. Gespannt, ob der Teil genauso wird, aber ich glaube wohl. Oh, vielleicht komme ich da hoch. Ja, mach mal im nächsten Video, wa? Ich bin ja gerade echt müde. Du kannst einen bestimmten Punkt in der Welt greifen, wo wir reinspringen und tippe rein, um dich zu greifen. Okay, mach mal das mal. Mach ich aber im nächsten Video. Jo. Also grafisch ist das Spiel auch wohl nice. Sieht aber ganz geil aus, würde ich sagen, ey. Also gibt jetzt hier nichts zu meckern, wo ich sagen würde, okay, das sieht total scheiße aus, aber absolut nicht. Das, boah, und dafür, dass das nur unter 4 Pro ist. Bin ja gespannt, wie der auf der 5 aussieht. Aber dazu müssen wir eine 5 kaufen, aber da bin ich zu geizig für. Aber mal sehen. Gut, jo, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid ihr doch nächstes Mal dabei. Mich ganz gerne sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und schönen Mittel.